Fußballvereinen in Österreich, haben jetzt nicht so einfache Jahre hinter sich, aber ja, ich glaube, wir wissen, dass es dort sehr, sehr schwer zu bestehen ist. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, was unsere Qualitäten sind und welche Mannschaft wir da haben. Und wir trauen uns natürlich was zu. Respekt ist immer da, das ist eh klar, vor jeder Mannschaft in der Bundesliga, aber ja, wir trauen uns auf jeden Fall zu, dass wir da was mitnehmen. Was ist aus deiner Sicht als Spieler das Notwendige für morgen? Ich glaube einfach, dass wir gegen die Wucht, was sie haben in der Offensive, dagegen halten müssen, vor allem einmal kompakt stehen und ja, dann einfach immer wieder unsere Nadelstiche setzen. Ich glaube, dass wir das in den letzten Wochen uns schon gut gemacht haben. Das Einzige, was halt gefehlt war, war halt dann die letzte Durchschlagskraft in der Offensive. Da haben wir angesetzt in der Woche und ja, das wollen wir besser machen. Ja, Durchschlagskraft. Wir haben es nach dem Spiel kurz besprochen. Nach einer zweiten Analyse vom ersten Spiel im Frühjahr sind die Erkenntnisse andere gewesen als nach dem Spiel direkt? Na, eigentlich, ja, wir haben eh ausführlich gesprochen nach dem Spiel. Es hat sich auch in den Analysen dann bestätigt, dass wir ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Ja, dass wir schon das eine oder andere Mal zu wenig Boxbesetzung gehabt haben. Also nicht nur die Spieler, die vorn drinnen werken und arbeiten, dafür verantwortlich sind, sondern die gesamte Mannschaft da mehr Offensivdrang entwickeln muss. Aber das haben wir auch in den Analysen herzeigt und versuchen jetzt den nächsten Schritt zu gehen und wirklich das Glück jetzt einmal zu erzwingen, weil, wie gesagt, ich kann der Mannschaft relativ wenig vorwerfen. Sie hat sehr viel umgesetzt von dem, was wir vorgehabt haben und wir belohnen uns einfach nicht und das zieht sich jetzt schon durch die ganze Saison und das wollen wir jetzt im Frühjahr einfach ändern. Ändern heißt das auch für einen Trainer irgendetwas ändern, was das Personal betrifft für Samstag? Ja, es wird sicher die eine oder andere Änderung geben. Es kommt der Fadi zurück, das ist der Sofian, hat jetzt wirklich so trainiert, dass wir überzeugt sind, dass er auch starten kann. Und deswegen gehen die Gedankenspiele gehen noch bis nach dem Abschlusstraining und dann werden wir schauen, wie wir auftreten werden. Gibt es neben Brittl und Reiter Ausfälle? Ja, das ist schwierig zu beantworten, wie immer. Wir haben der Dejan Stojanovic ist leicht kränklich. Da werden wir jetzt warten, bis er jetzt kommt dann und dann werden wir entscheiden, ob er mitfahren kann oder nicht. Und Gelegenheit passt jetzt natürlich auch gut. Jetzt darf ich zwei unseren Mitgliedern, oder wir haben zwei neue Vereinsmitglieder uns unter der Woche dazu bekommen. Das heißt, wir haben zwei Spieler, mit Guga und mit Nasser, die jetzt vor kurzem Vater geworden sind. Also auch in dem Sinne den beiden Spielern mit Frauen und Familien herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns irrsinnig für beide, weil wir ja jetzt die letzten Tage und Wochen da mitgezittert und mitgelebt haben. Da sind wir sehr froh und glücklich, dass alles gut gegangen ist, dass beide Kinder wohlauf sind mit den Müttern. Und ja, herzliche Gratulation von der ganzen Mannschaft und vom Trainerteam an dieser Stelle. Nossa und der Guga. Ja, gleiche Nacht. Ja. 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 Irgendwer hat mir gesagt, dass in Vorarlberg die Krankenhäuser nur einmal in der Woche offen sind. Aber ich hoffe, das stimmt nicht. Ja, na, und da werden wir jetzt natürlich auch schauen müssen, wie die zwei benannt sind, in was für einem Zustand das sie sind. Und dann werden wir auch jetzt heute noch im Training entscheiden, ob die zwei mitfahren können oder nicht. Wie oft hast du mit Austria Wien gegen Altach gespielt? Das müsste schon ausgegangen sein. Das ist eine, die Frage kann ich da nicht beantworten, weil es sehr oft war, ja. Ich war an die 10 Mal hätte ich gesagt. Ja. Erinnerst du dich bei diesen Spielen? Ja, vor allem, dass es da immer extrem, extrem arge Spiele waren, auch für uns auch. Das war doch trotzdem auch der Truppen in Altach, die richtig ungut war zum Spielen. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, wo der Ailton seinen ersten Einsatz gehabt hat. Ich glaube, das war erst dann in der 60. oder 70. Minute das erste Mal für Altach aufgelaufen. Das war ja auch spannend und teilweise auch ein bisschen lustig, muss man sagen.
Und ansonsten, ja, es war immer ungut da zum Spielen und auch, wenn die jetzt zu uns kommen sind, egal ob jetzt bei der Austria oder beim WRC dann, das waren immer Spiele, die das erste Mal spielen hast müssen und vor allem auch gewinnen hast müssen. Ja, es gibt schon eine Bilanz mit Austria und Altach, dass die Heimmannschaften diese Bilanzen ziemlich dominieren. Es gehört nicht sehr viele Niederlagen für die Heimmannschaften geben. Woran liegt das? Ja, das ist ganz schwierig zum beantworten. Ich denke, das Spiel, in das erste, kann ich jetzt nur von dem reden, das wir im Herbst gespielt haben, da waren wir sicher der glücklichere Sieger. Ja, wir haben eine anständige Leistung gebracht. Wir sind gleich mal 1-0 in Rückstand geraten, sind dann richtig stark zurückgekommen und haben vor allem eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Haben dann ja, sicher mit Glück das 2-1 über die Zeit gebracht. Und ja, aber die anderen Spiele, der Statistiker bist du, nicht, das bin nicht ich. Ja, es fällt halt auf, oder? Nee. Aber es macht ja nichts. Sandro, der Manfred Fischer hat mir gestern gesagt, Sie sind die Favoriten, da gibt es nichts wegzureden. Sie wollen ja in die obere Gruppe. Wie sehen das die Spieler in Altach? Ja, ich glaube schon, wenn die Austria ein Heimspiel hat, dass der Favorit sind, aber die Rolle können sie ja gerne annehmen. Wir werden einfach auf uns schauen, dass wir unsere Leistung am Platz bringen und ja, dann können wir den Favoriten erschlagen. Sandro, wenn wir vorher gesprochen haben von der Durchschlagskraft, ja, auch du im Training, du trainierst auch gegen die Offensive, die eigene Offensive. Und jetzt hat der Trainer gesagt, man hat die Woche das Augenmerk auch darauf gelegt. Spürst du als Defensivmann auch diese Konzentration Richtung Offensive, dass noch mehr Wert gelegt wird, dass noch mehr Power dahinter steckt? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben da in der Woche schon einige Abläufe trainiert. Ja, dass wir einfach schauen, dass wir da eine gute Besetzung haben in der Box. Es war jeder top konzentriert, hat versucht, ja, einfach die Dinge anzunehmen und daran zu arbeiten. Und ja, ich bin guter Dinge. Gibt es einen, gegen den du ganz ungern trainierst? Ich glaube, gegen einen Gustl spielt niemand gern. Also auch wenn du ihm einrutscht, dann tust du selber weh. Also es ist wirklich ja, ein Spieler, gegen den man ungern spielt. Und ich glaube, er weiß das aber. Das ist ja schon fast, Trainer, das ist ja fast eine aufgelegte Personalie, oder, für Samstag in dem Fall. Ist er fit? Es wird, ja. Also es wird immer besser. Man merkt es bei ihm wirklich von Tag zu Tag. Man muss ja jetzt da trotzdem denken, dass er in der Vorbereitung dann vom Trainingslager heimgeflogen ist und eigentlich jetzt seit am Donnerstag vor dem Leumspiel, das heißt 10 Tage, jetzt sind es 14 Tage, wo er trainiert, dass er wieder dabei ist und er hat schon vor der Verletzung auch trainiert und das sieht man jetzt da, dass er von Tag zu Tag besser reinkommt und dass er sein Vertrauen in sich selber wieder findet. Jetzt ist die Austria Wien ja eine Mannschaft, die auch aus Tradition her immer als spielerische Mannschaft tituliert wird. Ist das jetzt für dich auch für morgen so ein bisschen, dass du in taktischer Hinsicht so ein bisschen das System von der Austria spiegeln möchtest oder gibt es eher die Defensivvariante? Das eine schließt das andere jetzt nicht aus, sagen wir so. Aber ich denke, ja, wir müssen auch schauen, jetzt, was mit den Spielern jetzt passiert, was jetzt da nochmal im Abschlusstraining passiert. Jetzt gerade einmal denke ich an den Guga, wie weit er ist oder wie wir den jetzt einsetzen können. Und wir haben letzte Woche eigentlich was relativ Neues aus dem Hut gezaubert, aus notgedrungenen Maßnahmen. Und es hat eigentlich richtig gut funktioniert. Und da ist jetzt da die Sache, bleiben wir da auf dem drauf, dann ist es keine Spiegelung. Und wir wollen aber auch nicht nur defensiv spielen. Ja, das ist, ich glaube, da sind wir wieder bei dem, was uns fehlt, ist nicht die Defensive, das machen wir richtig gut, das machen wir schon sehr gut, sondern auch, dass wir genügend Leute nach vorne bringen.
Joachim, es wird von der Spielanlage natürlich ein anderes Match wie das Heimspiel gegen die defensiven Linzer. Es ist davon auszugehen, dass Austria Wien mehr Ballbesitz haben wird, wie es die Linzer gehabt haben. Wird es, was die Durchschlagskräftigkeit betrifft, dann schwieriger oder leichter für euch? Also ich meine, der Weg wird wahrscheinlich ein bisschen weiter zum Tor, aber dafür der Raum ein bisschen mehr, wenn man dazu kommt. Wie schätzt du das ein? Ist das die Situation durch das für euch leichter, sich da qualitativ hochwertige Chancen rauszuspielen oder macht es das nicht einfacher? Ja, das ist grundsätzlich ist immer leichter, wenn man ein bisschen mehr Platz hat. Ich glaube, wenn man jetzt da Blau-Weiß-Linz, ich glaube, der Scheibe hat es eher im Interview nachher angesprochen, dass die eine richtig gute Defensivleistung gebracht haben. Und es kommt ja nicht von irgendwo, dass die jetzt gegen Salzburg gewonnen haben, gegen LASK gewonnen haben. Da haben sie sehr ähnlich gespielt und haben das alles wegverteidigt. Und da haben wir uns leider Gottes auch die Zähne ausbissen und haben die Chancen, die wir gehabt haben, nicht genutzt. Also es werden genug da gewesen. Du kriegst halt in der Bundesliga nicht 7 Chancen pro Halbzeit. Das muss auch jedem klar sein. Und die du hast, musst du nutzen. Und leichter zu Torschancen ist es immer gekommen, wenn der Gegner spielt. Ja, das ist natürlich musst du auf deiner Seite musst du das wegverteidigen, musst es auch so wegverteidigen, dass du in ein Umschaltspiel reinkommst. Und wenn du mehr Platz hast, ist es aber natürlich für jeden Spieler leichter, dass er einmal 1 gegen 1 hat oder einmal in die Tiefe gehen kann, ein Laufduell hat. Das haben wir jetzt in dem Spiel fast nicht gehabt, muss man sagen. Wenn wir ein bisschen nochmal von der Offensive und vom Raum reden, denkst du da an, jetzt vorne schnelle Spieler einzusetzen? Das heißt, würde wahrscheinlich auf das Konto von Nucci gehen, also dass er vielleicht nur Ersatz ist, oder bleibst du dabei, dass du im Zentrum einen starken Spieler haben möchtest? Ja, das werden wir aus dem Bauch raus entscheiden. Wir werden uns heute nochmal beim Gustavo anschauen, wie er jetzt die 2 Trainingseinheiten verkraftet hat, weil es ja doch immer, vor allem der Mittwoch ist der Belastungstag, wie er heute zum Training kommt. Und das werden wir dann entscheiden, inwieweit die körperliche Fitness da jetzt gegeben ist. Und ich denke, dass man das mit Nucci spielen kann. Ja? Wir haben jetzt, egal ob jetzt der Sofian spielt oder der Gewi auf der rechten Seite, ob der Jan Jurcic oder der Momo links spielen am Flügel. Das sind Spieler, die alles extremes Tempo mitbringen oder sehr hohes Tempo mitbringen. Und dann kann man das ohne weiteres auch mit Nucci spielen. Das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Gibt es sonst noch Fragen? Vielen Dank.